Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Ich baue in den nächsten 100 Tagen 100 Beats. Heute sind wir bei Beat Nummer 80. Let's go. Für Prod by 12 habe ich in letzter Zeit sehr viele Songs gemischt und gemastert, unter anderem für Luis, Indigo oder Mozart. Und wir haben jetzt gedacht, das wäre doch eine gute Gelegenheit, auch mal beattechnisch zusammenzuarbeiten. Da der relativ weit weg wohnt und nicht in letzter Zeit in Berlin war, haben wir das so gelöst, dass er mir einfach Spuren geschickt hat. Ich habe da noch ein bisschen was dran getan und ja. Daraus ist ein Beat entstanden, der sich, würde ich sagen, sehr gut für diese Challenge hier qualifiziert hat. Wenn du neu hier bist oder es aus irgendeinem Grund noch nicht getan hast, dann ist jetzt ein sehr guter Moment, auf Abonnieren und die Glocke zu drücken, weil dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Als erstes haben wir so ein Gitarrensample. Ihr seht hier Straight Up Global und Raz. Straight Up Global ist so das Producer-Kollektiv von 12. Sehr, sehr talentierte Menschen auf jeden Fall drauf. Und das Ding klingt erstmal so. Und dann habe ich hier mir so ein Vocal Sample rausgesucht und das kennt vielleicht der eine oder andere noch aus den anfänglichen 2000ern. Und hier habe ich einen Effekt draufgepackt, also einen Reverb, LX 480. Dazu gibt es übrigens auch ein Video, findest du hier oben im Kanal. Mit dem Channel EQ habe ich eigentlich nur noch die Mitten da gelassen, dann Little Microshift, um das Ganze noch breiter zu machen. Und mit dem Echo Boy habe ich dann nochmal einen Delay drauf in einem 1/4, damit einfach das noch ein bisschen länger klingt und das Ganze auch einfach das Sample noch so ein bisschen auffüllt. Das Ganze klingt so. Und ist dadurch auf jeden Fall noch ein bisschen smoother. Wenn du dich für Plugins interessierst oder du eh gerade vorhast, Equipment zu kaufen, wie ein Mikrofon, Kopfhörer oder irgendein Kabel, dann check doch gerne mal unten die Affiliate-Links. Die führen dich zu Stores, wo du vielleicht sowieso einkaufen würdest. Du zahlst da den gleichen Preis wie normalerweise auch. Ich kriege aber ein kleines bisschen was davon ab und kann dann hier Strom bezahlen und mir schöne Lichter leisten. So, dann gibt es hier eine Clap. Und natürlich auch Hi-Hat. Und dann habe ich hier vorne aus diesem Sample mir so ein Intro gebastelt und das, wie ihr sehen könnt, also ich habe das Sample genommen, habe das dann hier immer in diesen Parts ausgeschnitten, habe das Ganze umgedreht, habe hier Fades gemacht, auch hier so ein Input, also so am Anfang direkt ein Fade. Fade in quasi, also einmal Fade in, einmal Crossfades, weil es sonst einfach ein bisschen knacken würde durchs Schneiden und Umdrehen. Und dann hatte ich dadurch auch schon so ein bisschen, ja, einfach nochmal ein anderes Intro. Und weil ich fand, dass es geil ist, wenn hier noch so ein bisschen mehr Action ist, bevor das losgeht, habe ich hier nochmal dieses Vocal Sample, was wir von hier unten kennen, schon genommen, habe das einmal umgedreht und habe hier nochmal so einen Riser-Effekt drauf. Genau. Und dann gibt es hier natürlich auch noch eine 808 und einen Kick. Und wie ihr sehen könnt, die Kick spielt hier immer, wenn die 808 kommt. Das heißt, man hat einfach nochmal so ein bisschen Attack bzw. Punch, wenn die reinkommt. Und das Ganze klingt dann so. Thank you.
Wenn dir das Video gefallen hat und du ihn nicht mehr brauchst, dann lass gerne deinen Daumen hier, am besten natürlich nach oben. Shoutout an der Stelle nochmal an 12. Checkt gerne sein Instagram-Profil und guckt, was der da so macht. Da kommen in nächster Zeit auf jeden Fall sehr, sehr nice Projekte auf euch zu. Für Mixing- und Mastering-Anfragen schreibt mir gerne eine E-Mail, die findest du unten in der Beschreibung. Wenn du nicht genug von diesem Kanal bekommen kannst, dann gibt es viele Möglichkeiten. Erstens natürlich abonnieren und die Glocke drücken. Zweitens, du kannst noch mehr Videos gucken, weil es gibt schon einige. Und drittens kannst du mir natürlich auch auf Instagram und Co. folgen und da schauen, was ich so den ganzen Tag mache. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.